In der Notaufnahme bekommen es Dr. Georg Becker und Schwester Stefanie heute mit einem urlaubsreifen kleinen Lebensretter zu tun, der ein großes Geheimnis hat. Hi, hallo. Hallo, wer bist du denn? Du bist der Felix. Hallo, Felix. Ist das dein Papa? Ja. Okay, da kümmern wir uns um deinen Papa, ja? Ja. Musst du dir keine Sorgen machen. Gehen wir mal rein. Okay? Der Felix hat den Rettungsdienst gerufen. Oh, das Mensch, hast du Felix, gut gemacht. Super. Super. Die junge Kollegin berichtete von einem häuslichen Sturz, der vom 5-jährigen Sohn des Unfallopfers gemeldet worden war per 112. In der Folge erlebten wir doch so einige Überraschungen und mussten noch diverse Rätsel aufklären. Ja, wie war denn der Unfallhergang? Er ist doch voll orientiert hier. Genau, er ist von der Treppe gestürzt, vom Dachboden. Sie sind eine Treppe runtergefallen, Herr Hansen. Ich wollte einen Koffer vom Dachboden holen, da bin ich ausgerutscht und an der Treppe und bin gestolpert. Er war bei uns aber die ganze Zeit orientiert. Okay. Wie heißt Ihr Sohn? Felix. Felix. Und wo wohnen Sie? In Köln. Und welcher Wochentag ist heute? Mittwoch. Wie war die Temperatur? 38 von DZ ist in Ordnung. Da war es ganz unangenehm gerade, Herr Hansen. Ich glaube nicht, dass da eine SAT im Vordergrund steht. Natürlich kann man sich bei einem schweren Sturz auch Bauchverletzungen zuziehen. Hier war aber äußerlich überhaupt nichts zu sehen, nur die Kopfplatzwunde. Der Bauch war auch in fast allen Bereichen weich. Nur rechts unten hat der Patient relativ heftig reagiert, sodass zusammen mit dem 38,5 Fieber auch eine Blinddarmentzündung als Ursache in Frage kam. Heben Sie mal das rechte Bein bitte hoch. Das linke Bein, tut das weh? Ein bisschen Herz. Okay, und das andere Mal? Das auch super. Besser. Gut, du hast nicht gesehen, wie der Papa so da runtergefallen ist. Ich hab's nicht gesehen. Hast nicht genau gesehen. Er lag einfach dann da und dann hast du uns, beziehungsweise hier die Kollegen, schnell angerufen. Das hast du ganz toll gemacht. Das ist ganz auch schon. Mensch, du bist klasse. Nee, ich glaube, wir können sowohl den Stiffneck abnehmen, als auch ohne Vakuummatratze umlagern. Das, okay. Die äußeren Umstände blieben irgendwie unklar. Der Patient war, obwohl er voll zur Ortszeit und Person orientiert war, überhaupt nicht auskunftsfreudig. Und als wirklich auffälliger Parameter fiel auf, dass er doch deutliches Fieber von 38,5 hatte und offensichtlich auch Bauchschmerzen. Oh, okay, Herr Hansen, wir müssen jetzt zwei Sachen ausschließen. Ja. Eine Blinddarmentzündung und auch ein Harnwegsinfekt. Und dann muss die Wunde noch versorgt werden. Aber einen kleinen Moment. Aber wie lange dauert das ungefähr? Kleinen Moment bitte. Erstmal, glaube ich, muss ich die Sohn so ein bisschen. Mit dem Kleinen noch. Das ist also gebucht, wenn ich so spät bin. Das hoffe ich, dass nicht. Also der Urlaub ist jetzt das kleinste Problem, das hier. Ich habe es ihm versprochen. Mann, das geht. Bleiben Sie erstmal liegen jetzt. So kann ich Sie ja gar nicht. Sie haben eine relativ tiefe Platzwunde. Weshalb so wild? Meinst du, wir kriegen die mit Steri-Strips hin? Nee. Okay, dann muss ich wohl oder übel nähen. Aber so wach wie er ist, können wir mit dem Röntgen oder CT noch ein bisschen warten. Oder erst, jetzt blutet es ja gerade im Moment nicht. Wenn wir ihn jetzt so rüberbringen, dass wir erst ein Röntgenbild machen. Und dann kommt das. Also mir ist wichtiger, dass wir jetzt die Entzündungsparameter kriegen. Und Ernsten, wir brauchen ganz dringend von Ihnen auch eine Urinprobe. Ja, wir besorgen mal eine Flasche, bitte. Flaschen haben wir hier. Einfach nähen, okay. Und dann will ich einfach sofort gehen. Sie pinkeln jetzt gleich hier erstmal in eine Flasche. Dann halten wir da einen Teststreifen rein. Danach kommt der Urin ins Labor. Ich war von dem Patienten genervt, weil da eine gewisse Diskrepanz bestand zwischen seinem Reden von Urlaub und bald und heute. Und er muss weg und dem doch deutlichen Krankheitsbild. Kann man nicht nachher danach machen, wenn ich wieder da bin? Also das mit dem Urlaub geht im Moment gar nicht. Sie haben doch eben gerade gesagt, das ist schon länger komisch und heute ist es ganz besonders schlimm. Und manchmal kommen diese Schmerzwellen, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, schubweise so immer mal wieder. Ist gerade wieder eine? Ein bisschen, das kommt immer und geht. Das ist vielleicht auch nur eine Kolik. So, die Schwester Nadine gibt Ihnen jetzt mal diskret hier die Flasche. Wir decken das auch noch mal ein bisschen zu. Wir decken das alles ab und dann am besten mit so wenig Augen. Ich darf das mal eben aufmachen. Na? So. In solch einer Situation, wenn ein Patient sich einfach weigert zu kooperieren und offenbar gar nicht in der Lage ist, den Schweregrad der Situation, die Gefahr für seine Gesundheit und unter Umständen sein Leben einzuschätzen, muss man auch mal einen etwas derberen Tonfall anschlagen. Denn sonst geht so ein Patient gegen ärztlichen Rat, womöglich mit Unterschrift, aus dem Haus und wir können gar nichts mehr für ihn tun. Wenn das dann im Tod mündet, hat er wirklich Pech gehabt.
In diesem Fall spielt der Patient tatsächlich mit seinem Leben, wie sich schon bald zeigt. Während dem 32-Jährigen weitere Untersuchungen bevorstehen, trifft seine Ex-Ehefrau in der Klinik ein. Ich bin seine Mama und die Ex-Frau von Alex. Was ist ich habe das jetzt gerade mit Dr. Becker sprechen. Sie, ich bin die Ex-Frau von Alex. Die Mama Ex, also Felix. Seine Mama. Das mein, ja, das ist mein Sohn. Was ist passiert? Er hat mich gerade angerufen. Wir wissen auch nicht so ganz genau, was passiert ist. Ihr Mann ist gefallen. Wir müssen jetzt ganz sicher sein, dass da keine schwere Verletzung vorliegt. Sieht im Moment nicht so aus. Aber er hat auch Fieber, er hat ziemlich üble Bauchschmerzen, Rückenschmerzen. Also ein Infekt ist sicherlich auch noch da. Und ihr Mann sagt, er will jetzt unbedingt heute noch in wenigen Stunden, ich glaube, er hat das Wort zwei in den Mund genommen, in den Urlaub fliegen. Das werden wir hier nicht hinkriegen. Ja. Ja, was ist denn das für eine eigenartige Situation? Ich weiß es nicht. Sie wollten heute tatsächlich in Urlaub fliegen. Ich habe ihn heute Morgen halt hingebracht. Sie wollten gleich los. Felix, ich möchte dich jetzt gerne noch mal genau befragen, was du gesehen hast. Komm doch noch mal eben hier in die Ecke, damit die Leute das nicht alles so mitbekommen. Setz dich ruhig. Deine Mama kann sich ja daneben setzen. Sag mal, wie war denn das jetzt bei dem Sturz? Kannst du dich jetzt ein bisschen besser erinnern? Ist der Papa wirklich die Treppe runtergefallen? Der war gar nicht auf dem Dachboden und der ist gar nicht die Treppe runtergefallen. Das ist ja komisch. Und was hattest du für einen Eindruck? Warum ging es ihm auf einmal so schlecht? Der hatte so doll Bauchschmerzen und dann... Ach du Jemine. Stefanie. Ja. Als ich diese Information erhalten hatte, habe ich dann in der Radiologie Bescheid gegeben, dass der Bauch- und Nierenultraschall noch wesentlich wichtiger ist als das CT des Kopfes. Bis die Ultraschallergebnisse des Lageristen vorliegen, muss sich der diensthabende Arzt um zwei Teenager kümmern, bei denen ein Schönheitsexperiment vollkommen schiefgelaufen ist. Hallo, die Steffi mit dem Dr. Becker. Guten, was ist da? Entschuldigung. Mein Name ist Dr. Becker. Danke, Hannelore. Hallo, wer bist du oder Sie? Ich bin die Nina Schmidt. Nina, wie alt bist du? Ich bin 14. 14? Ich bin die wolltest Steffi. Hallo. Hallo. Was um Gottes Willen ist das? Wolltest du auf eine Faschingsparty? Aber wir haben doch Sommer. Wir haben so eine Kohlemaske in der Drogerie gekauft. Und. Ja, das ist dieser Internettrend gegen Mitesser. Das kenne ich sogar. Nadine und ich, Schwester Nadine und ich haben das auch schon mal gemacht. Aber in der Regel geht das eigentlich. Nein, weil wir diese Maske machen, Dr. Becker. Also ich kann es verstehen, aber kann das sein, dass du da irgendwie, das riecht so ein bisschen komisch. Hast du da was anderes noch gemacht? Sowas hatte ich noch nie gehört. Es gibt auch eine ganze Menge kosmetischer oder medizinischer Präparate, die bekannter sind. Aber offenbar war das im Internet in. Woraus besteht diese Kohlemaske? Das kann doch nicht nur Kohle sein. Kohle ist staubig. Ja, und dann ist er halt. Die nimmt so man gegen ja, Magen-Darm-Infektionen. Ja, normalerweise kommt ja dann so ein Mittel, also da ist halt so ein Mittel mit drin, dass das haftet und das kann man dann abziehen und dann bleiben die Mitesser drin hängen. Und deswegen haben alle Schwestern so eine tolle Haut. Nein. Aber kann das sein, dass du da noch was anderes mit beigemischt hast? Tut das weh? Das fasst sich an wie ein Klebstoff. Sag mal, hast du Pattex oder Uhu oder was auch immer es da gibt an Klebern genommen, um das... Da sind auch so Bläschen. Hast du da noch was beigemischt? Sag mal, das ist wichtig. Also, wir haben die selber gemacht. Nein. Mit? Die Zutaten im Internet gefunden mit Sekundenkleber. Entschuldigung, seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Entschuldigung, aber mit 14 muss man doch schon... Verzeihung. Hatte ich dich für ein klein wenig klüger gehalten. Dr. Becker, haben Sie denn keine Töchter? Also auf keinen Fall welche, die mit Sekundenkleber Gesichtsmasken anrühren. Ja, also im Internet hat das alles funktioniert, ja. So wie die das geschrieben haben. Bei Sekundenkleber sollte auch einem 14-jährigen Mädchen wirklich bekannt sein, dass, wenn man den zwischen zwei Finger oder sonstige Hautgebiete bekommt, oft eine OP notwendig ist, weil man es anders überhaupt nicht mehr entfernen kann. Dieser Sekundenkleber, ne, der ist sowas von bombenfest, deswegen heißt er auch so, weil er sehr schnell aushärtet. Mit dem kann man Schrauben ersetzen und das hält viele Kilogramm aus. Also das Zeug pappt die Haut derartig zusammen, dass in vielen Fällen nur chirurgisch getrennt werden kann, wenn man das zum Beispiel zwischen zwei Finger bekommt. Sie blutet an der Lippe. Da hast du es versucht abzumachen, ja. Ne? Ich glaube, wir haben noch so einen sogenannten Remover. Ja, wir brauchen irgendein Lösungsmittel. Ja, ein Remover haben wir. Das ist Aceton, sonst genau. Zur Not noch von der Putztruppe oder von den Handwerkern. Jetzt
Wir brauchen Lösungsmittel. Ja, wir haben einen Gesichtsremover, der ist extra für das Gesicht. Den haben wir hier, ich kann das lösen. Bitte, bitte holen. Ich möchte es jetzt an einer Ecke ausprobieren. Also der Dr. Becker und ich, muss ich vorab sagen, haben normalerweise ein sehr gutes Verhältnis, aber er ist manchmal ein bisschen schroff, dann kommt das etwas anders rüber, als er eigentlich ist. Und ich glaube, in dem Moment war er einfach nur stocksauer, weil er sich gedacht hat, wie kann man das einfach machen mit Sekundenkleber? Das geht ja auch eigentlich nicht. Aber die Mädchen haben mir auch leid getan. Das hat auch an der Lippe geblutet. Und ich glaube, die ganze Situation war ihr sehr unangenehm. Und dann habe ich halt versucht, den Dr. Becker ein bisschen runterzuholen. Also, du hast, glaube ich, großes Glück. Das scheint langsam aber sicher abzugehen. Ich darf dich in die treu sorgenden, kosmetisch erfahrenen Hände von Stefanie übergeben. Sie wird versuchen, den Rest dieser unsäglichen Maske zu entfernen. Danach gucke ich mir deine Haut noch mal an. Okay. Nicht wieder machen, bitte, bitte. Ja? Ja, und deinen Eltern erklärst du das selber, denn die haben wir bereits informiert, vorne vom Empfang aus. Während die 14-Jährige keine bleibenden Schäden befürchten muss, geht es dem ersten Patienten zunehmend schlechter. Die Bauchschmerzen sind schlimmer geworden. Inzwischen ist klar, warum. Erstaunlich, das haben die auch noch geschafft. Also am Kopf ist wirklich nichts außer der Platzwunde. Ne? Die Laborwerte, nee, wir können jetzt gar nicht fertig machen. Sagen Sie mal, wenn wir jetzt schon hier auf nicht so freundlichem Ton miteinander sprechen, warum haben Sie uns direkt angelogen? Felix hat nämlich mit seinen 5 Jahren die Wahrheit gesagt. Sie sind überhaupt keine Treppe runtergefallen. Doch, ich bin nur gestolpert. Alles gut. Alex, ja, aber man stolpert doch nicht einfach so. Und wir verursachen hier einen riesen Aufwand, weil Sie uns anlügen. Finde ich irgendwie unfair. Ja, das kann ich ja, das kann ich ja verstehen, aber Sie möchten doch auch eine richtige Diagnose und eine korrekte Behandlung. Da sind wir schon auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Vor allen Dingen hätte das die Sache doch noch wesentlich beschleunigt. Aber es war geplant alles. Ich habe es Ihnen versprochen. Ja, aber es läuft Ihnen ja nicht weg. Aber ich sag Ihnen mal, dass Sie Entzündungswerte haben, die sind so kurz vor der Sepsis. Das Ganze nennt sich dann Urosepsis, also eine durch eine Niereninfektion ausgelöste schwere Entzündung, die bereits im ganzen Körper messbar ist. Kann sehr gefährlich für Sie werden. Und die Kollegen haben hier extra noch ein Bild mitgeschickt. Der Blinddarm ist es nicht, sonst wären Sie auch jetzt schon auf dem Weg in den chirurgischen OP, aber hier ist ein fetter Nierenstein, der sich in Richtung Ausgang bewegt und Koliken verursacht. Ein Stau ist noch nicht da. Das Ding da. Nee, die Sepsis ist das Problem bei Ihnen. Also was? Und es wird nicht besser. Ich musste ihn mir noch mal zur Brust nehmen und etwas drastischer ausdrücken, was hier alles so vorlag. Eine schwere Nierenbeckenentzündung, ein Nierenbeckenstein auf dem Weg in den Harnleiter, der Koliken der übelsten Art verursacht hat. Man nennt solche Koliken nicht ohne Grund Vernichtungsschmerz. Wenn Sie mit diesem Befund in den Urlaub fliegen, gegen ärztlichen Rat, dann landen Sie nicht in einer kompetenten Urologie wie hier bei uns, sondern notfallmäßig womöglich auf einer ausländischen Intensivstation, sind nicht mehr vernünftig ansprechbar und irgendwelche Institutionen müssen sich um Ihren Sohn kümmern. Muss ich noch deutlicher werden oder reicht das jetzt, um Sie zu überzeugen, dass es besser ist, hier zu bleiben? Ich möchte, dass er eigentlich sofort auf die Urologie kommt. Ja, da muss man jetzt einiges vorbereiten. Zum Glück habe ich ja meine Ausbildung in der Urologie gemacht und konnte den Patienten aufklären, dass jetzt ein invasiver Eingriff erforderlich ist. Eine Spiegelung der Harnwege, zunächst der Harnröhre, dann der Harnblase und mit unserem neuen Instrumentarium auch bis in das Nierenbecken hoch. Der 32-jährige Lagerist wird umgehend stationär aufgenommen, denn ohne Behandlung könnten seine Nieren irreparabel geschädigt werden. Gegen die Sepsis wiederum hilft Antibiotikum. Am nächsten Morgen besucht Dr. Georg Becker seinen Patienten auf der Urologie. So, Herr Hansen, ich guck mal kurz, was der Beutel da so macht. Das sieht ja schon schön klar aus, der Urin. Also, es hat besser funktioniert als erwartet. Wir konnten mit einer sogenannten Ureterorenoskopie, das heißt, wir haben eine Spiegelung nicht nur der Harnröhre, sondern auch der Blase und des Harnleiters gemacht. Inzwischen sind unsere Instrumente so fein. Und der Stein, der den Hauptteil der Beschwerden verursacht hat, war nicht ganz so groß, wie er im Ultraschall wirkte. Wir konnten den also tatsächlich durch Ihren Harnleiter nach unten rausziehen. Ich denke, wir sind uns jetzt einig, die Situation war erstaunlich gefährlich. Im Moment läuft alles super, das soll auch bitte so bleiben. Und
Der Felix kann eigentlich, glaube ich, schon ganz gut abschätzen, was wichtiger ist. Papas Gesundheit oder der Urlaub? Papas Gesundheit. Na sehen Sie, so einen tollen Sohn haben Sie. Eine eindeutige Aussage. Mach ich auch nicht mehr, ich muss ja auch ein Vorbild für meinen Sohn sein. Das ist ganz wichtig. Alles klar. Na, Vorbild. Bis dann. Dann. Tschüss. Ich fand es sehr nett von Herrn Hansen, dass er gemerkt hat, dass er den Bogen doch sehr überspannt hat und sich entschuldigt hat. Ich glaube, sowas wird ihm nicht noch mal passieren. Zwei Tage später sind die Entzündungswerte wieder im grünen Bereich und der Patient darf das Krankenhaus verlassen. Dank einer Reiserücktrittsversicherung kann der 32-Jährige den ursprünglich geplanten Vater-Sohn-Urlaub zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.